Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute möchte ich Ihnen etwas erläutern zur Summenformel von Gauss. Und beginnen möchte ich mit einer kleinen Anekdote. Es ist überliefert, dass der junge Carl Friedrich Gauss damals im Unterricht von seinem Lehrer eine schwierige Aufgabe bekommen hat. Man darf sich das so vorstellen, der Lehrer hat mehrere Jahrgangsstufen auf einmal unterrichtet und er wollte mal ein bisschen seine Ruhe haben. Und die Aufgabe, die er dann der Klasse gab, lautete: Addieren Sie die Zahlen von 1 bis 100. Und man sieht schon, eine recht lange Aufgabe. Er erhoffte sich ein wenig Zeit zu verschnaufen, aber noch bevor er sich in seine Lektüre vertiefen konnte, meldete sich der junge Gauss mit der richtigen Antwort: 5050. Da war der Lehrer baff. Und wie hatte der junge Gauss das gemacht? Carl Friedrich hatte einen kleinen Trick angewendet. Und zwar, das sieht man hier, er hat sich Zahlenpaare genommen. Die 100 und die 1, die 99 und die 2, die 98 und die 3 und so weiter. Weil ihm aufgefallen war, dass all diese Zahlenpaare immer in der Summe 101 ergeben. Und bei 100 Zahlen lassen sich 50 Zahlenpaare bilden. 50 mal 101, so war 5050 als Summe dieser arithmetischen Reihe schnell berechnet. Ja, und mit diesem Trick lassen sich also auch andere arithmetische Reihen dieser Form berechnen. Dazu muss man aber zunächst allgemeine Platzhalter einführen. Wir wollen das machen, und zwar nennen wir das erste Glied unserer Folge immer A0, das zweite A1, dritte A2 und so weiter, und dann geht das immer so weiter. Und hier in unserem Beispiel landen wir dann beim letzten Glied A99 für die Zahl 100. Wenn man bei 0 anfängt, landet man bei A99. Und dieses letzte Glied, das soll auch noch einen anderen Namen bekommen, nämlich A groß N. A groß N bezeichnet immer das letzte Glied in einer Folge. Ja, damit haben wir eigentlich schon alles, um die Summenformel von Gauss, auch später in die Geschichte eingegangen, als kleiner Gauss herzuleiten. Weil was hat Gauss gemacht? Er hat sich das erste und das letzte Glied genommen, also A0 plus AN gerechnet. Und das multipliziert mit der Anzahl der Zahlenpaare. Die lassen sich jetzt berechnen aus N plus 1 durch 2. Also 100 durch 2, 50 Zahlenpaare. Das ist schon die allgemeine Formel. Und die wollen wir jetzt mal ausprobieren auf ein anderes Beispiel. Und das schauen wir uns auch einmal an. Und zwar ist das die Addition der Zahlen von 124 bis 481. Da hinten zu sehen. Also eine noch längere Aufgabe. Wie lässt sich das jetzt mit der Summenformel vom Gauss lösen? Ich schreibe sie nochmal auf, also n plus 1 durch 2 mal a0 plus an. Und jetzt muss nur noch eingesetzt werden. Wie groß ist jetzt n? Eben war n 99 und wir hatten 100 Zahlen. Wie kann man darauf kommen? Naja, man rechnet einfach 100 minus 1, hat man 99 als n. Genauso funktioniert das hier auch in diesem Beispiel. Man muss einfach die 481 rechnen minus die 124. Da kommt man auf 357 als n. Und dann kann man das einsetzen in die Formel 357 plus 1 geteilt durch 2 und das multipliziert mit A0, hier 124 plus AN, 481. Das ist im Ergebnis, kann man im Kopf, 108.295. Meine Damen und Herren, so kann man sehr schnell arithmetische Reihen mit der konstanten Differenz zweier benachbarter Glieder von 1 lösen. Eingegangen als kleiner Gauss. Vielen Dank für Ihr Interesse. Herzlichen Dank.